Herzlich willkommen vom Wohnzimmer der KFO in den Garten der KFO. Ihr Lieben, wir feiern zum ersten Mal, glaube ich, Taufe hier im Garten. Und ich bin hier nicht alleine. Ich freue mich so sehr über Josina, über Justin, über Manuel, über Toni und Marlin. Die werden heute getauft. Die Taufe ist das äußere Zeichen, was innen drin passiert ist. Und ich finde das so krass und so gut, dass selbst in diesen Zeiten von Corona, hey, Gott lässt sich nicht aufhalten. Er baut weiter sein Reich. Er lässt sich nicht aufhalten. Wir als Kirche lassen uns nicht aufhalten. Wir können uns über so viele Dinge ärgern und wütend sein. Aber wenn wir auf Gott schauen, sehen wir, wie er Menschen zu sich zieht, wie er Menschen rettet, unabhängig von den Umständen. Und darüber freue ich mich so sehr, dass ihr heute hier seid. Ich bin hier nicht alleine. Drumherum stehen die Leute in Gruppen. Ist echt ein bisschen alles merkwürdig, anders. Trotzdem sehr, sehr schön. Ich freue mich darüber, dass diese Leute entschieden haben, diesen Deal des Lebens für sich festzumachen. Und ich möchte euch zu Hause sagen und uns, die hier stehen, das, was am Kreuz passiert ist, das verstehen wir nicht einmal und das war's, sondern es wird immer wächst in uns. Wir erkennen neue Dinge, neue Facetten. Die Bibel nennt das, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott möchte nicht, dass wir einmal etwas konserviert haben, wie so eine Dose und es bleibt, sondern dass wir jeden Tag in dieser Beziehung mit ihm leben, wachsen, Dinge erkennen. Und das ist das Schöne an unserem Gott. Es bleibt immer lebendig. Und ich freue mich jetzt auf die Taufe, damit ihr auch wisst, wer heute getauft wird, möchten wir euch jetzt ein Taufvideo zeigen von den Personen, die sich jetzt gleich in diesem kalten Wasser taufen lassen werden. Das ist nicht warm. Heute, wir ziehen durch. Nur die Harten kommen in den Garten. Von daher, schaut euch erstmal das Video an und dann legen wir los. Hi, ich bin Josina. Ich bin 19 Jahre alt und bin christlich aufgewachsen. Und ich glaube an Jesus, weil er einfach das Beste mir zum Vorschein bringt. Und durch meine Taufe möchte ich das ein für alle Mal öffentlich machen. Hi zusammen, ich bin der Justin, ich bin verheiratet und werde im September Vater oder wir werden Eltern im September, darauf freuen wir uns sehr. Und ja, ich werde mich gleich taufen lassen und ich habe ein Statement zu der Taufe und freue mich, das jetzt kurz loszuwerden. Mit meiner Frau Christine öffnete sich die Tür in Richtung Glauben für mich. Ich glaube daran, dass Jesus gut ist und ich bin bereit und willig, als Gottes Kind zu leben und freue mich, mich durch die Taufe dazu zu bekennen. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Manuel Pritzkau, ich bin 24 Jahre alt. Ich möchte mich jetzt heute taufen lassen, weil jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass ich Jesus gehorsam war und seinem Wort gefolgt bin, ich einfach nur Segen von ihm bekommen habe. Hallo liebe KFO, wir stellen uns ganz kurz vor. Das ist Toni und ich bin Marlin. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus einer nicht-christlichen Familie. Ihr seid circa 4 Jahren schon zu KFO. Der Grund, warum ich mich heute taufen lassen möchte, ist der, dass ich daran glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte einfach das öffentlich machen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich den Weg mit Jesus gehen möchte. Genau, und ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus dem christlichen Haus. Und ich finde, dass ich das sehr stark gemerkt habe, dass ich aus dem christlichen Haus komme, weil ich sehr großen Segen erfahren habe, wie ich finde, und mir nie was gefehlt hat. Und ich auch Gott sehr oft gespürt habe, dass er mich leitet. Und deswegen möchte ich heute das öffentlich machen, dass ich Jesus sein Kind bin und einfach zu ihm gehöre. Taufen kann als meine Tochter. Das ist echt ein großes Geschenk und du hast dir einen Vers ausgesucht für deine Taufe aus dem Philipperbrief. Ja, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Okay, und ich frage dich jetzt, Josina, glaubst du, dass Jesus als Sohn Gottes dich persönlich so sehr lieb hat, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er hier gelebt hat, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist? Und dass er dir neues Leben schenken möchte, hier auf dieser Erde und auch in Ewigkeit. Und ich frage dich, ob du ihn als deinen persönlichen Retter angenommen hast und ob du mit ihm und für ihn leben möchtest. Yes. Okay, dann taufe ich dich auf den Namen des höchsten und allmächtigen Gottes, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die Ehre sei.
Ja, Justin, ich freue mich sehr, dich taufen zu dürfen. Und ja, ich würde dich gerne fragen, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und das, um dir deine Sünden zu nehmen? Und glaubst du, dass er dein persönlicher Retter ist? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben hin taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lieber Manuel, ich freue mich, dich heute taufen zu dürfen. Manuel, du hast diesen Deal des Lebens für dich angenommen. Manuel, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist? Und möchtest du für ihn leben, ihn als deinen Herrn annehmen? Ja, ich glaube. Manuel, auf deinen Glauben hin, weil du das gesagt hast, weil du das bekannt hast, in deinem Mund ausgesprochen hast und dein Herzen glaubt hast, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich, dich heute taufen zu dürfen. Das ist ein großer Tag für dich, für deinen Verlobten, den Toni, für deine Familie. Und ich möchte dich fragen, Marlene, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben ist für deine Sünden und auch verstanden ist? Glaubst du das? Ich glaube. Und Marlene, ich möchte dich fragen, willst du Jesus als deinen Herrn anerkennen und so leben, wie er es möchte? Und glaubst du, dass er es gut mit dir meint und gute Pläne für dein Leben hat? Ja, ich glaube. Marlene, auf deinen Glauben hin, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lieber Toni, ich freue mich, dich heute taufen zu dürfen, dass du diese Entscheidung festgemacht hast mit Jesus, dass Jesus aus deinem Herrn angenommen hast. Toni, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, vom Himmel auf die Erde kam und für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Ja, ich glaube. Toni, ich frage dich auch noch, willst du auch Jesus als deinen Herrn anerkennen, so leben, wie er das möchte und dass er es gut mit dir meint und gute Pläne für dich hat? Willst du? Cool, Toni. Dann taufe ich dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Ruinen, der auferstandene Herr, lässt mich nun auferstehen.
Geht los? Oh, geht los, ihr Lieben. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, hier aus dem Pool nochmal. Wir möchten jetzt wirklich die jungen Leute, die sich haben taufen lassen, segnen. Wir möchten sie segnen mit dem, was Gott für sie hat und ganz bewusst dafür beten, dass der Heilige Geist sie erfüllt. Und ich möchte dich bitten zu Hause, wenn du Jesus kennst, dass du mitbetest, dass sie das in ihrem Leben erleben. Ups, da ist einer gestolpert. Geht weiter, nicht schlimm. Ich bete jetzt. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen für den Manuel danken. Danke, dass du ihn gefunden hast, dass du ihn kennst und dass du ihn errettet hast. Und ich bete jetzt, dass du, Manuel, vom Heiligen Geist erfüllt wirst jeden Tag neu, dass die Kraft seiner Freude, seiner Liebe, seiner Besonnenheit, seiner Stärke in dir ist. Und dass niemand die Macht hat, dir was einzureden, was nicht vom Vater kommt. Hör auf ihn, glaub an ihn. So segne ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich danke dir für Justin, der hier steht, der dich kennengelernt hat, ganz neu kennengelernt hat. Gott, ich danke dir, dass du Justin kanntest. Bevor er geboren wurde, hast du ihn gesehen. Du wolltest, dass er in dieser Zeitepoche lebt. Und du hast alles in ihn hineingelegt, dass er das, was du für ihn gedacht hast, leben kann. So segne ich dich, Justin, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dass er deine treibende Kraft ist in deinem Leben und dass du diese Power in dir trägst und zu den Menschen bringst. Und ich bete auch für Josina. Vater im Himmel, ich danke dir für Josina, dass du sie gefunden hast, dass sie dein Kind ist, dass sie eine lebendige, eine tiefe Beziehung zu dir hat. Und Josina, ich bete für dich, dass dieser Glaube etwas Lebendiges in deinem Leben bleibt. Nicht etwas, was festgehalten wurde, einmal entschieden wurde, sondern dass du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst, von Kraft zu Kraft. Und dass deine Kraft, deine Liebe sichtbar wird für andere Menschen, die durch dich Gott kennenlernen werden. Ich sehe dir nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bete Gott, dass du sie erfüllst mit der Kraft des Heiligen Geistes, die in dir ist, dass er immer stärker wird, dass es immer mehr zur Geltung kommt, immer schöner scheint. Das bete ich im Namen von Jesus Christus. Und ich bete für Marlene und Toni, die verlobt sind, Vater im Himmel. Ich bete für diese Beziehung, dass durch das, was hier entsteht, durch diese Ehe, die bald geschlossen wird, Gott, du zeigst, wie schön deine Herrlichkeit ist, Gott. Du sagst, dass wie der Vater mit dem Sohn und Heiligen Geist ist, ist ein Bild für die Ehe. Und das wünsche ich mir für euch beiden, dass diese Kraft kommt. Ich bete für Marlene. Marlene, Gott hat etwas in dich hineingelegt, dass du ganz frisch, ganz einfach diese Beziehung mit Gott leben kannst. Dass du sie nicht kompliziert machen brauchst. Gott hat dich lieb, er hat gute Seiten für dich, gute Sachen für dich. Und dass du sie mehr und mehr empfängst, dass du vielleicht eigenes loslässt und Neues von ihm annimmst. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du sie erfüllst mit deiner Kraft, mit deiner besonderen Kraft. Ich bete für den Toni. Gott, danke, dass er dich kennt, dass er viel mitbekommen hat von zu Hause, wie du bist, Gott. Und dass er auf dieser Reise weitergeht, seine Entscheidung für dich getroffen hat. Ich danke dir dafür, Gott, dass du in ihm eine neue Kraft zum Vorschein bringen wirst, die viele andere Menschen deinen Segensturm hineinbringen wird. Toni, Gott hat etwas in dich hineingelegt, wo du andere Menschen den Segen Gottes schmecken lassen wirst. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Toni, und ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, die wir alle brauchen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, ich sag von hier aus Tschüss. Es geht, glaube ich, den Abschluss nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich muss raus. Es wird langsam kalt und ich kriege langsam einen Krampf. Macht's gut. Tschüss.